Mein Name ist Daniela Maletzki von der Hundeschule Rundherum Hund. Ich bin Hundetrainerin und mache im nächsten Jahr meine Abschlussprüfung zur Hundephysiotherapeutin. Und ich zeige euch heute Übungen, speziell für die Hinterhand, um einfach die Muskulatur ein bisschen zu stärken. Diese Übung ist besonders gut geeignet für ältere Hunde, da die ja dazu neigen, im Alter Muskulatur abzubauen und auch erste Zwickerlein haben. Aber auch natürlich für jüngere Hunde, um präventiv zu wirken, gegen Muskelabbau. Ja, und einfach, weil es Spaß macht und dem Hund im Alltag helfen kann. Das Thema ist auch sehr hilfreich im Alltag. Einmal natürlich, wenn ihr schon einen älteren Hund habt, um gegen Muskelabbau vorzubeugen, um den Hund fit zu halten. Wenn ihr einen jüngeren Hund habt, einfach um schon Prävention zu betreiben. Die Übung ist super schön geeignet, um dem Hund ein besseres Körpergefühl zu geben und um seine Koordination zu verbessern. Das hilft euch insoweit im Alltag, als dass ein Hund, der gelernt hat, sich und seinen Körper gut einzuschätzen und zu bewegen, natürlich auch viel weniger verletzungsgefährdet ist, weil er sich einfach kontrollierter bewegen kann. Dann macht das Ganze natürlich schlicht und einfach auch noch Spaß. Es ist eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit, sowohl körperlich als auch geistig. Und es fördert natürlich auch die Bindung und das gemeinsame Tun mit eurem Hund.